So, moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steam Krabbelkiste. Ja, ich habe demnächst wieder mal ein Spiel gekauft. Es nennt sich Axios. Ich hau's einfach mal oben in die Zeile, in die Titelbeschreibung. Muss ich ja sowieso, dass ihr auch wisst, um was es geht. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. Dummer Dennis. Was haben wir denn da? Wir haben hier einen Shooter, der mich 49 Cent gekostet hat. Genau, Leute, 49 Cent. Warum? Es war, ich glaube, 90% runtergesetzt von 4,99 Euro auf 49 Cent. Ich sag gleich vorneweg, 4,99 Euro hätte ich wahrscheinlich nicht ausgegeben für das Spiel. Aber die 49 Cent haben sich doch relativ gelohnt. Ich sag aus einem bestimmten Grund relativ, weil es jetzt nichts Besonderes ist. Es ist ein Shooter, der noch in der Beta, also ich sag eher Alpha, steckt. Und ja, ich zeige euch gerade mal so ein bisschen was vom Menü und dann springe ich wieder um auf Spielszenen, wo ihr dann so ein bisschen gucken könnt und so, wie das Spiel dann aussieht. Eine Karte hatte ich da nicht drin, ich hatte nur zwei, die anderen waren vorübergehend nicht verfügbar, beziehungsweise die eine. Es sind insgesamt drei Karten, aber dazu mehr später. Wir gehen mal auf die Option, ja, wir haben Sprachauswahl Englisch, Russisch oder Deutsch. Deutsch. Und ja, dann können wir noch den Field of View ändern, den FOV. Das heißt den Blickwinkel von der Waffe her. Dann können wir das Fadenkreuz einschalten oder ausschalten. Die Maus-Sensitivity können wir einstellen. Die kann ich per Maus einstellen selber. Also ist die Option für mich total irrelevant. Wie ihr seht, Grafik steht bei mir auf Ultra. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass es von der Grafik her richtig gut eigentlich geht. Ja, Auflösung hier, Sound, und das war schon. Das ist, finde ich, sehr enttäuschend, weil das Spiel einfach kein V-Sync unterstützt. Warum auch immer, mich stört es total, wenn ich da irgendwelche Kanten, beziehungsweise, wie nennt man das, diese Striche da im Bild halt habe, diese Bruchstellen vom Bild. Das stört mich sehr extrem, das stört auch den Spielflow, finde ich. Also, egal welches Spiel, ich hau immer V-Sync rein, auch wenn es Leistung frisst, das ist mir scheißegal. Ich brauche ein Bild ohne diese Bildbruch. Dingsbummens. So, Inverse Kinematics, keine Ahnung, was das macht. Ich sehe keinen Unterschied im Spiel. Dann haben wir noch das Profil, wie ihr hier seht. Bringt mir gar nichts, ich bin Level 27 und ja, es bringt mir rein gar nichts. Denn es ist noch nicht implantiert in dieser Beta. Implantiert in dieser Beta. Und ja, dann haben wir noch den Serverbrowser, wie ihr seht, kann man filtern, alles drum und dran. Was wir auch noch nicht können, ist ein eigener Server aufmachen. Finde ich sehr schade, weil so kann man easygoing mit Freunden spielen. Also, ja, kommt hoffentlich noch. Das letzte Update war Anfang des Jahres laut Steam Update Dingensbummens. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Das ist jetzt nicht so wie bei dem anderen Spiel, was ich vorgestellt habe, wo dann ständig Updates rausgekloppt worden sind. Hier ist es jetzt so, leider. Ja, hier kann man dann searchen. Kriegt man gerade mal drauf. Und wir merken. Oh, jetzt sind es nur noch zwei. Normalerweise sind hier immer drei bis vier Server online. Die Karte hier habe ich noch nicht. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf, weil mit einem Klick join ich direkt den Server, wie ihr schon seht. Spieler sind hier relativ Mangelware. Die kommen eher abends. Also ich nehme an, das ist irgendwie zeitverschiebungsmäßig irgendwas. Keine Ahnung, wo dieses Spiel gehostet wird oder sonst was. Aber ich weiß, dass man abends mehr Spieler drin hat und tagsüber eher nur 1 bis 2 Spieler findet. Wenn man jetzt auf diesen Server joint, spielt man gegen Bots. Dennoch macht es Spaß. Also ich habe der letzte Mal mit dem Kumpel gespielt, das hat relativ viel Spaß gemacht. Wir haben das, glaube ich, 2 oder 3 Stunden gespielt am Stück und es war ganz lustig. Ja, da kann man dann noch die Filter und alles. Game Modes gibt es für mich nur 2. Oder beziehungsweise 3, da haben wir Team Deathmatch, ganz normal. Hier Score Hunt, das ist eigentlich Capture the Flag, mehr ist das nicht. Capture the Flag, wie heißt denn der Spielmodus? Er muss auf jeden Fall einen Geschützturm, Geschützwagen einnehmen, der dir dann zeigt, hier steht ein Flaggschiff, Dingsbums. Ich glaube, das muss ich ein bisschen schneiden hier, das kommt gerade richtig dumm. Oder ich lasse es einfach drin, ja, ich bin kein Schneidefreund. Auf jeden Fall muss man einfach Punkte einnehmen. Es sind 3 Punkte auf der Karte, die muss man dann einnehmen und dann muss man die Punkte abarbeiten. So eine Runde vom Spiel geht bis zu 20, 30 Minuten. Jetzt habe ich aber schon fast alles gesagt hier von dem Spiel.
möchte ich hier aber noch Quick Search, kann ich auch machen. Kann man machen, muss man nicht. Und dann klickt man hier und dann kann man wait for the next und so weiter und so fort. Und ja, dann dann befinden wir uns endlich mal in-game und wir sehen, wir haben hier einen Spawn-Schutz. Der macht uns unsichtbar, aber nicht unverwundbar. Ist ein bisschen blöd, weil da kann man gutes Spawn-Trapping betreiben. Da kann man einfach stehen bleiben und die Leute abschießen. Manchmal sieht man dich unsichtbar, manchmal nicht. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder nicht. Das kann natürlich passieren, wenn du jetzt hinten im Spawn stehst, dass plötzlich dich einer abknallt vor dir direkt und du siehst ihn nicht. Was ich ein bisschen blöd finde, denn es ist einfach saudumm, man stirbt einfach. Natürlich sollte man nicht Spawn-Trapping betreiben, aber wie man es halt so gewohnt ist, man will ja Kills machen und natürlich ist das assi, wenn man da hinten steht und die Leute wegholt, wie ihr hier gerade auch seht. Dann gibt es halt zwei Maps, wie schon erwähnt, einmal diese und die nächste, drei Maps gibt es, einmal diese. Die nächste, die folgt im Video und dann eine Map von der nächsten nur in Dunkel. Ja, Grafik, wie ihr seht, ist eigentlich relativ hübsch. Wie gesagt, mir fehlt einfach dieses V-Sync. Ich weiß nicht, ob man das im Video so arg sieht. Also ich sehe das in-game richtig arg. Es stört mich auch ziemlich arg, weil ich mag diese Bruchstellen einfach im Bild nicht. Hier seht ihr einfach diese Plattform, die man erobern muss, dieses Flak. Und man setzt sich einfach irgendwie hin und kassiert die Punkte. Oben seht ihr dann die Punkte, die weg müssen. Also man sammelt keine Punkte, sondern man kriegt die Punkte abgezogen. Und wenn die Punkte dann auf 0 stehen, ist das Match gewonnen bzw. verloren, je nachdem in welchem Team man ist. Und dann haben wir natürlich noch das ganz normale Deathmatch, wo man einfach nur sich gegenseitig abballert, wie in jedem Team Deathmatch auch oder Deathmatch. Dann haben wir nochmal das Hardcore, da glaube ich brauchen wir 2 Pistolenschüsse, dann ist jemand tot. Was ich ganz gut finde, das Spiel macht Spaß für so zwischendurch ist das optimal, das Game, da muss man sich nicht reinfuchsen, das ist noobfreundlich hoch 10. Man startet mit einer Pistole und muss sich Geld erspielen. Man hat dann auch gewisse Fähigkeiten, die man andrücken kann. Ich glaube, im nächsten Video wird das dann relativ sichtbar. Da habe ich, glaube ich, eine Zeit lang die Fähigkeiten eingeblendet, wo man dann näher drauf eingehen kann. Die Grafik ist relativ hübsch. Für 49 Cent kann man da eigentlich nichts sagen. Das Spiel hat das, was ein Shooter halt hat. Einfach so zwischendurch geballert, reicht vollkommen aus, dieses Spiel. Für 49 Cent total zu empfehlen. Für 4,99 Euro eher Flop. Denn es ist eine Beta und es wird momentan nicht weitergepatcht. Hier sehen wir dann auch die zweite Karte von 3. Und diese gibt es dann auch nochmal in Dunkel. Mehr ist es da nicht. Man hat hier auch, wie ihr seht, bin ich der beste Shooter-Spieler. Bin eher so ein Mongo als Shooter-Spieler. Wie ihr schon seht, man kann sich bestimmte Fähigkeiten hochpushen, wie zum Beispiel Leben, Schutzschild. Und sonst was, ihr habt es eben gesehen, er hat einen gewissen Schutzschild, so wie bei CSGO, wo man dann sich die Teflaweste anzieht. Hoffentlich war das jetzt richtig, wie ich die genannt habe. Und dann hat man halt einen gewissen Schutz vor Kugeln, was ja eigentlich logisch ist mit einer kugelsicheren Weste. Und ja, hier renne ich dann auch ein bisschen rum und da sieht man auch Munitionskisten mitten in der Map. Dann haben wir hier, was Battlefield vorgemacht hat, wie nennt man es, Level Evolution. Ja, hier jetzt nicht so grob wie bei Battlefield, wo dann ganze Gebäude einstürzen, aber hier kann man zum Beispiel einen Container fallen lassen, wenn dann ein Gegner drunter ist, macht einfach mal bupp und dann ist er tot. Hier auch schöne Explosivfässer mit Giftmüll drin, wenn man dann da durchläuft, bekommt man Schaden, Was gibt's noch zu der Grafik zu sagen? Eigentlich nichts. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist halt die Unreal Engine 3. Da kann man halt nicht mehr so viel rausholen. Also es gibt Spiele, die sehen phänomenal gut aus, zum Beispiel Gears of War. Aber ich sag's mal so, dafür, dass das Spiel nicht optimiert ist und zwischendrin auch mal ruckelt, beziehungsweise es sieht aus, als würde es ruckeln. Ich habe 60 Bilder pro Sekunde. Das Netzproblem, aber wie ihr schon im Video seht, es ruckelt ab und zu mal richtig rein und es ist auch so ruckartig, das Spiel. Also es ist nicht so flüssig wie bei Battlefield oder so. Es ist halt ruckartig. Wie soll ich das beschreiben? Es ist wie bei... Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich muss da nichts beschreiben. Es gibt auch bestimmte... wie heißt es?
Kill-Herausforderung, sondern Errungenschaften, die ihr gerade gesehen habt. Ab 3 Abschüsse, ab 5 Abschüsse, ab 10 Abschüsse, ab 20 Abschüsse und dann noch ab 25 Abschüsse. Weiter geht's nicht, glaube ich mal zumindest. Ich habe noch keine 50 Abschüsse erreicht. Ja, wie ihr seht, ich komme hier ganz gut lange nur mit der Pistole aus. Es ist auch nicht schwer, weil ihr seht, die Bots sind ziemlich dumm. Obwohl das gerade ein Spieler war. Das war tatsächlich ein Spieler, der einfach wahrscheinlich ein totaler Newbie war und keine Ahnung hat, wie er am besten kämpft. Ja, man kann hier auch verschiedene Container steigen und sonst was. Es ist schon irgendwie cool gemacht. Ja. Dann irgendwann müsste dann auch Gameplay kommen, beziehungsweise der Ausschnitt, wo ich dann den Momentum zeige, wo wir hier sind. Beziehungsweise welche Perks gibt. Hier 10 Abschüsse erreicht. Mit der Pistole, nur mit der Pistole, muss man dazu sagen. Ja, ich kämpfe hier ein bisschen. So ein bisschen. Nee. Das ist kein Live-Gameplay. Ich nehme danach auf. Und ich sehe hier gleich, das Video ist hier gleich fertig. Also muss ich noch ein Stück reinschneiden, wo man dann sieht, was es so gibt und so. Wir sehen uns gleich. So, jetzt muss ich tatsächlich noch ins Spiel gehen, weil dieser Moment, den ich angezeigt habe, wo ich gesagt habe, eben, ich habe da noch einen Teil vom Video, wo ich das sicher zeige, beziehungsweise genauer drauf eingehe. Der war mir zu kurz, also hauen wir hier jetzt nochmal das Menü rein. Das bestätigen wir mit Enter. Dann haben wir hier ein Waffenmenü. Haben wir hier Primärwaffen, wie die AK-103, MA4, M4A1, die RPK, die Farmers. Die ist overpowered, hat nicht viel Munition, darum, wenn man direkt vor dem Gegner steht, der ist sofort tot. Aber sobald die Kugeln leer sind und du gegen menschliche Spieler spielst, bist du auch sofort tot. Dann haben wir die M24, einer der besten Snipern von den drei. Dann haben wir hier die VS5 und die SVD. Und ja, als Pistolen haben wir einmal die Volta und einmal die Makarov. Als Spezialwaffen haben wir die Granate und den RPG-7, also einen Launcher, Rocket Launcher, der ziemlich Spaß macht in dem Spiel, weil die Gegner meistens durch die Luft fliegen. Das ist schon lustig. Dann haben wir gewisse Items. Wir haben hier die Defense. Dann haben wir eine Gasmaske, die uns vor den giftigen Gasen, wie man im Hintergrund schon sieht, schützt. Dann haben wir das Slowing Field, was uns vor Kugeln schützt, weil es die Kugeln einfach verlangsamt in diesem Feld, wo du stehst. Dann haben wir Healing, wo man sich zwischendrin heilen kann. Dann Armor, wo man dann die Armor pushen kann. Und dann Invisibility, wo man sich dann unsichtbar machen kann für eine Zeit lang. Also so richtig auf Crisis-Style. Dann haben wir in der Attack, beziehungsweise in der Angriff, den Invis-Detektor. Da kann man die Unsichtbaren auf der Karte anzeigen lassen. Hier haben wir einen Roboter, der automatisch schießt. Den kann man von A nach B markieren mit E. Und da kann man den dann, wenn man wirklich total arschig sein will, den in den Spawn setzen von den Gegnern und der knallt die dann nieder. Auch hier wieder der Spawn-Schutz total für den Arsch, weil der sieht die Unsichtbaren direkt. Dann haben wir hier noch einen Raketenabschuss bzw. einen Bombenangriff, den man dann markieren kann. Auch hier kann man direkt auf den Gegner zielen, dann knallen da Bomben runter und pipapo. Ist nicht sehr effektiv, habe ich gemerkt. Also ich spiele allgemein ohne Defense und Attack, weil das brauche ich vollkommen nicht. Also vollkommen nicht, sag mal so. Nee. Es tut mir auch leid, wenn das Video zu lang ist und ich viel zu viel rumlaber und pipapo. Wenn ihr bis dahin schon weggeschaltet habt, dann tut es mir echt leid. Ich bin noch momentan in der Übungsphase, was das angeht. Ich muss mir das so ein bisschen aneignen. Das glaubt ihr vielleicht nicht, aber es ist ziemlich schwer, sich kurz zu fassen. Dann haben wir hier die Attribute. Hier haben wir Leben, Schild, Unsichtbarkeit, Präzision und Shame Power. Ja, die kann man hochpimpen bis auf 5. Also alle. Und das verstärkt einen selbst. Mehr Leben heißt länger leben. Mehr Schild heißt länger leben. Invisibility heißt im Spawn länger unsichtbar bleiben. Das ist total vorteilhaft, wenn man dann wirklich aus dem Spawner rauskommen will, wenn sie Spawn-Trapping betreiben. Präzision ist klar, muss ich glaube ich nichts erklären. Und Shame Power, da habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, was der Unterschied ist. Also ich skill eigentlich immer auf Leben, Schild und Präzision. Mehr kriege ich auch gar nicht hin pro Runde. Und ja, das war es dann eigentlich schon soweit. Jetzt wollt ihr ein schlussendliches Fazit von mir haben.
das Game ist für 49 Cent total zu empfehlen. Es macht Spaß. Gerade mit Leuten, wenn man da welche drin hat, macht das riesen Spaß. Aber 4,99, da würde ich eher sagen, nee, lass die Finger davon. Ich weiß nicht, ob es jetzt dauernd runtergesetzt ist, weil es schon länger in der Beta ist. Ich glaube, alte 4 Games hat es auch schon in den Fingern gehabt und hat es derbe runtergemacht, weil er es immer mit Trash Games verbindet. Ihr könnt es eigentlich mal anschauen bei alte 4 Games, mal einfach auf den Kanal gehen und gucken. Der macht das viel professioneller, der macht es auch hauptsächlich auf seinem YouTube-Account. Der macht da gar nichts anderes wie Reviewen. Mein Spezialgebiet ist es nicht, wie ihr merkt, aber okay, ich will jetzt nicht zu viel labern, sonst tretet ihr mir noch einen Arsch, weil ich zu viel laber. Ja, das war's dann. Ich sag Daumen hoch für 49 Cent, Daumen runter für 4,99 und ich hau's auch in die Steam-Review-Leiste, Kommentar-Dingensbums. Und ja, da verabschiede ich mich und sag, haut rein, Leute!